Nun würde ich mal zu einem Punkt kommen, der dann darauf abzielt, was sind denn nun aktuelle Trends, die es wiederum auf der anderen Seite gibt. Das heißt also, wo geht die Reise hin? Was sind sozusagen auch Entwicklungen, die hier wichtig sind, die hier wesentlich sind mit für die 3D-Rekonstruktion? Und beginnen möchte ich erstmal an der Stelle mit einigen Trends im Bereich der 3D-Modellierung. Eine Sache ist, dass es jetzt nicht nur für 3D oder weniger für 3D-Rekonstruktion, sondern für 3D-Modellierung an der Stelle relevant. Und zwar 3D-Scans, die 3D-Erfassung zu automatisieren, kostengünstiger, effizienter zu machen, als dies im Moment ist. Das ist also ein Beispiel von Kollegen aus Darmstadt, die dort also inzwischen seit langem eine Scanstraße entwickeln. Gibt es übrigens eine Teilauskopplung davon auch in Jena, in der Tulp steht die und wird sozusagen über den Scanarm zur Rekonstruktion eingesetzt. Also lohnt sich die durchaus mal anzuschauen. Ein zweites Themenfeld in dem Zusammenhang sind sozusagen, inwiefern dürfen Nutzer mit eingeplant werden, wenn es also um 3D-Scans geht. Und das ist ein Beispiel, was ich immer sehr gerne zeige. Es gab da vor, ich glaube, inzwischen 3 Jahren oder 4 Jahren gab es sozusagen so einen ganz spektakulären Kunstraub, und zwar einen virtuellen Kunstraub. Jemand hat die Büste der Nofretete im Ägyptischen Museum in Berlin digitalisiert und als hochauflösendes Modell im Internet zur Verfügung gestellt. Ein Riesenaufschrei, Gerichtsermittlungen und all solche Sachen, das ist ja gar nicht zulässig, das ist ja gar nicht möglich. Im Nachhinein stellte sich raus, ja, das war dann sozusagen ein gut gemachter PR-Gag von einer Künstlergruppe, aber das wirft sozusagen das Problemfeld darauf, inwiefern gibt es denn ein Recht auch am digitalen Kulturerbe und inwiefern dürfen solche Dinge und können solche Dinge denn auch durch Nutzer digitalisiert werden? Während es in Berlin verboten ist oder eben zumindest sozusagen jetzt sehr restriktiv gehandhabt wurde zu dem Zeitpunkt, gibt es andere Museen wie beispielsweise British Museum in London, die also das sehr aktiv mit einsetzen und da eigentlich Nutzer mit aktiv auffordern, die Objekte zu scannen, um damit natürlich auch ihre 3D-Bestände ein Stück weit erweitern zu können. Das ist ein 3D-Scan an der Stelle, und zwar ist das einer, der ist mit sozusagen mit Consumer-Software auf dem Smartphone gemacht. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Softwares, die eben fotogrammetrisch erfassen an der Stelle mit den aktuellen Generationen, die dann LiDAR-Scanner und ähnliches mit dabei haben von smarten Devices. Geht das sogar inzwischen noch mal etwas genauer, etwas eleganter, und die Ergebnisse sind in kürzester Zeit durchaus sehr beachtlich, die dort erzielt werden können. Ein zweiter Punkt, nutzergenerierte 3D-Modelle, ich hatte vorhin schon angesprochen, die 3D-Plattformen, die hier eine Rolle spielen. Wenn es also dann beispielsweise Sketchfab ist, das eine oder ist den einen oder anderen sicher eine bekannte Plattform, wo es also dann darum geht, 3D-Modelle auszutauschen, bereitzustellen. Und das ist also etwas, wo also Nutzer ganz aktiv ihre 3D-Rekonstruktionen auch einstellen. Interessanterweise hier, das ist also dann ein gemaltes Zimmer von Van Gogh, was hier eingestellt wurde. Finde ich also ein total spannendes Beispiel dafür, für eine 3D-Rekonstruktion eigentlich. Und interessant ist hier natürlich auch, dass es eben irgendwo durchaus auch sozusagen Großströmungen dahinter gibt, wie eben eine öffentliche Zugänglichmachung und eben auch eine öffentliche Teilhabe und Citizen Science als Forschungsteilhabe an der Stelle. Vice versa natürlich immer die Frage, bis zu welchem Punkt ist das Ganze wissenschaftlich? Da hatte ich ja vorhin gerade schon darauf hingewiesen, dass wir da also durchaus eine gewisse Problemstellung haben. Und nun komme ich zu dem Punkt parametrische 3D-Modellierung. Parametrische 3D-Modellierung funktioniert nach dem Prinzip, dass also nicht mehr einzelne Flächen modelliert werden oder einzelne Linienzüge modelliert werden, sondern dass eben angegeben wird, wenn man ein Fenster hat, dann ist dieses Fenster zusammengesetzt aus einem Fensterrahmen. Das ist ein Viereck mit einer Profildicke in dieser oder jener Form und hat also dann diese Fensterflügel beispielsweise, 2, 3 oder 4 davon. Und diese Fensterflügel, die haben in der Mitte also ein Glas und außenrum einen Rahmen und ähnliches. Und dass solche Dinge eben nicht mehr auf einer Objektebene selber angegeben werden, also nicht mehr jede Fläche gezogen wird beispielsweise dafür, sondern eben solche Definitionen von und Ontologien von Modellen
erstellt werden. Und damit kommt man auch also schon relativ weit. Das, was man hier sieht, das ist ein Beispiel von Kollegen aus Graz, die also eben dort eine komplette Markup-Language dazu entwickelt haben für solche generativen Modellierungen. Und wofür das eingesetzt werden kann, das ist hier ein Beispiel von unseren Kollegen an der APFL in Lausanne, die eben dann mithilfe solcher Werkzeuge dann das historische Venedig wieder aufleben lassen. Das zieht sich nämlich bis in die Neuzeit hinein. Ich denke, so eine kleine Vorstellung gibt das schon, dass das eben so damit eine etwas vereinfachte Modellerstellung gibt. Ein zweites Feld, an dem im Moment gerade ganz viel passiert, das ist dieses Feld der Visualisierung. Daneben, also komme ich gleich nochmal dazu, was sozusagen da noch ein paar modernere Verfahren dazu sind. In Sachen Visualisierung in vielen Fällen sozusagen jetzt im Moment eher so die Frage, etwas größer zu vermitteln. Also das heißt, nicht mehr einzelne Bilder in den Blick zu nehmen, sondern eben dann komplette Touren beispielsweise hier in dem Fall durch Museen wie das Rijksmuseum dann eben anzubieten oder eben auch virtuelle Stadttouren und ähnliches, die eben dann nicht mehr nur ein einzelnes Bild in den Blick nehmen oder eine einzelne Animation, sondern wo Nutzer dann eben auch selbst gesteuert durch 3D-Inhalte navigieren können. Virtual Reality, also auch dort natürlich ein ganz breites Spektrum, angefangen bei solchen 360-Grad-Einstellungen. Das ist noch die ganz einfachste Variante. Da wird also sozusagen kugelförmig ein Bild erstellt oder entwickelt und dann kann man sich also zumindest im Raum drehen. Interaktive Formate, die sind sozusagen dann eben meistens mit 3D-Brillen gekoppelt im Moment. Also das heißt, jeder hat wahrscheinlich schon mal eine Oculus Rift oder eine HTC Vive oder sowas in der Hand gehabt, wo es also darum geht, dann eben durch Gebäude mit so einer 3D-Brille zu navigieren und damit einen 3D-Raumeindruck zu erhalten. Ein anderes Themenfeld an der Stelle jetzt hier, Augmented Reality, also eine Anreicherung von Realität um um synthetische Inhalte. Das ist also ein sehr simples Beispiel, wo also dann so ein Marker benutzt wird, um dann eben auf diesen Marker virtuell etwas zu projizieren. Gibt es inzwischen also deutlich ausgefeiltere Ansätze. Und in Linz 2016 entstanden. Inzwischen gibt es sozusagen das auch an vielen Stellen, um dann Logos in den Nachthimmel zu projizieren. In Shanghai war jetzt also gerade die größte kopterbasierte Punktwolke mit, glaube ich, Größenordnung 5.000 oder 6.000 Fluggeräten, die dort mit dabei waren. Und jeder dieser Drohnen hat im Prinzip eine Lichtpunkt an der Stelle und kann also dann sozusagen Lichtpositionen im 3D-Raum im physischen Nachthimmel einnehmen und damit also beispielsweise Gebäudeinformationen von historischen Gebäuden, aber natürlich auch künstlerische Darstellungen und ähnliches dann eben räumlich und brillenlos nachbilden. Und ein weiteres Feld, dieses Feld des 3D-Drucks, der 3D-Herstellung. 3D-Druck ist ja sozusagen nur ein Punkt davon. Das, was man hier sieht, so auf der linken Seite, so diese Fused Filament Fabrication. Ich denke, da haben die meisten von Ihnen schon mal so ein bisschen Eindruck gehabt, wie solche 3D-gedruckten Strukturen aussehen. Auch DLP, Digital Light Processing, als eine alternative Methode, um dann eben Volumenmodelle zu erzeugen. An der Stelle dann noch weitere Sachen, also 3D-Druck oder 3D-Herstellung funktioniert natürlich nicht nur mit solchen generativen Verfahren, sondern auch sozusagen mit subtraktiven Verfahren. Und da haben wir auf der linken Seite beispielsweise ein Schiffsmodell, was dann eben mit einer 5-Achs-CNC-Fräse dann gefräst wurde. Oder auf der rechten Seite ein Beispiel für eine Laserglas-Innengravur. Das heißt also, da wird durch eine gezielte Überhitzung werden dort kleine Brüche und Risse in einem Glas erzeugt. Und die haben dann also ein anderes Refraktions-, ein anderes Brechungsverhalten. Und damit kann man also in einer Glasstruktur, in einem Glaskörper dann ein 3D-Modell erzeugen und sichtbar machen. Kommen wir mal zu diesem ganzen Feld des nutzergenerierten oder der nutzerzentrierten Gestaltung. Und ein wichtiger Punkt Storytelling, also Inhalte eben in Geschichten einzubetten, einzubringen. Das ist also ein Beispiel von einem Kollegen aus Australien, aus Melbourne, der also für Angkor Wat einen mittelalterlichen Zustand dort als nachgebildet hat und vor allen Dingen die Alltagsszenen da drin auch mit erklärt hat und angebracht hat. Ja, wir haben das sozusagen dann auch an verschiedenen Stellen in Museen mal dargestellt.
Ein weiterer Trend, die Einbindung von Laien in Forschungsprojekten, Citizen Science, also Bürgerwissenschaften in dem Fall, Wikidata als wichtige Plattform an der Stelle, da im Zuge von 3D-Rekonstruktion oder generell erstmal, sage ich mal, von digitalem Kulturerbe gibt es also Plattformen wie beispielsweise Artigo, wo es also um ein kollaboratives Taggen geht an dieser Stelle. Also da werden Bilder indexiert und da werden also dann Spielansätze genutzt, um eben dann beispielsweise eben ein solches Bild zu beschreiben, ohne die Worte eines Mitspielers zu nutzen oder eben um die Worte von Mitspielern zu treffen und ähnliches. Und das wird dafür genutzt, um dann eben an der Stelle eben geeignet auch Tags für Bilder vergeben zu können und diese Bilder besser klassifizieren zu können. Ein weiterer Trend geht so in diese Richtung der Anreicherung von Daten. Wir sprechen ja im Moment sozusagen vom Web 3.0 nach Web 2.0 als interaktiven Web, dann eben diese datengeleiteten Zugänge, wenn es also dann eben um Linked Open Data und ähnliches geht und Semantic Web Ansätze. Wichtig ist hier an dieser Stelle eben dann die Verknüpfung auch von Informationsbeständen. Das heißt also, ein wichtiges Feld, das ist also etwas, was Kollegen von uns in Dresden machen, wo es also dann darum geht, Modelle und Quellen interaktiv miteinander zu vernetzen und aber eben auch anzubringen, wo welche Rekonstruktionen aus welchen Gründen passieren und ähnliches und diese Dinge damit sozusagen auch als Rekonstruktion zu dokumentieren, zu klassifizieren. Und das ein Beispiel, um eben solche Ansätze dann auch dafür einzusetzen, um Ausstellungen zu erzeugen. Das ist also ein Beispiel aus dem British Museum in dem Fall wieder, wo dann also personalisierte Ausstellungen erzeugt werden. Das heißt, man gibt sein Interesse vor und daraus wären denn dann solche virtuellen Ausstellungen entwickelt, erzeugt, denen man dann sozusagen als Betrachter folgen kann. Das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil im Moment eine wichtige Problematik ist eben, dass 3D-Rekonstruktionen und 3D-Modelle eben mit anderen Medienbeständen zu vernetzen, zu verbinden. Da geht es also darum, wie lassen sich denn 3D-Modelle mit Bild, mit Textinformationen verbinden. Das war ein prototypischer Ansatz von Kollegen, die an der Universität in Washington arbeiten dazu. Und weiteres Themenfeld eben der Datenlebenszyklus. Das heißt also auch hier, wie kann sichergestellt werden, dass 3D-Modelle eben dann auch nach einem Projektende lesbar bleiben, in eine Langzeitarchivierung, Langzeitsicherung mit aufgenommen werden, der Zugang als solches sichergestellt ist und ähnliches. Und solche Wissensbestände, die damit verbunden sind, natürlich dokumentiert und archiviert sind.